Dieser Eishockeysommer war heiß mit den Stars der Penny DEL. Es wurde gebrutzelt. Wieso ist da jetzt so eine Flamme auf einmal? Schlechte Energie ist da drüben, Tim. Gestritten. Schau doch selber drauf, du kannst doch lesen. Und viel gelacht. Wenn das ein Mensch sieht, was ich hier schneide. Spaßfaktor war hoch. Cooles Event. Das sieht richtig gut aus, das ist eine Top-Location. Was hier aufgefahren wird, ist echt super. 7 Duelle, 14 Teams, 28 Kreationen. Aber nur einer kann gewinnen. Von super lecker bis fast lecker. 7 Wochen lang haben die Eishockey-Profis hier am Grill geschwitzt und wir blicken jetzt noch mal gemeinsam auf die Höhepunkte. Damit noch mal ein herzliches Hallo aus der historischen Kornscheune, die langsam ruhig geworden ist. Die Grills sind aus. Und wir schauen noch mal auf das, was sich ereignet hat in den letzten 7 Wochen. Und ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Wir starten mit dem neuen Champion, den Adlern aus Mannheim. Champions! Tim Wohlgemuth und Luca Tosto haben den Geschmack getroffen. Man muss natürlich sagen, große Klappe hat man schon. Wie schaut's bei euch aus? Überragend, aber abgeliefert haben wir auch. Das schon, auch wenn sich früh Höhenluft bemerkbar machte. Wir sind super vorbereitet, wir haben das alles im Griff. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Wie Champagner quasi. Mit der Öldusche. Genauso haben wir es geübt, Tim. Aber auf dem Weg zum kulinarischen Olymp gab es ordentlich Gegenwind mit dem Titelverteidiger als Gegner. Die Kölner Haie, Motivation und auch Vorbild. Ich mache einfach das, was der Obi macht. Diesmal stimmte auch die Vorbereitung und es wurde wirklich nichts dem Zufall überlassen. Also Tim, wo hast du denn Luca ausgegraben, dass er hier so gut mitarbeitet? Ich habe ein kleines Tryout gemacht. Dann sind alle einmal angetanzt quasi. Und du hast ein Casting gemacht? Genau, mussten sich kurz bewerben. Einmal natürlich Erscheinungsbild und dann natürlich auch Talent in der Küche. Das Resultat? Yes! 55 von möglichen 65 Punkten. Superb! Die Eins. Sind wir. Sehr wichtig, denke ich, für die Vereinsgeschichte der Adler. Der Titel wurde noch nie gewonnen und ich denke, da findet man super Platz dafür. Vielleicht, wir haben geplant, ein kleines Tattoo zu machen oder so und dass das verewigt wird. Jubel! Well done, Boys. Ja, Mannheim hat uns alle sehr begeistert und die Trophäe hat jetzt auch einen Namen, der Meisterrost. Stefan, was haben Sie aus deiner Sicht so gut gemacht? Also ich glaube, Sie haben fast alles richtig gemacht. Also wirklich, ich habe ja 10 Punkte gegeben und der Hauptgang war göttlich, super Teamwork, war alles klasse. Auf den Punkt und auf der Zunge war es wirklich bei 100%. Und vor allem, man kann auch noch mal erwähnen, Start, Ziel, Sieg, also das Ganze wirklich nach Hause gespielt. Kovi, ja, was war für dich am spannendsten? Mein persönliches Highlight war zu sehen, dass die Jungs genauso am Grill wie auch auf dem Eis um keine Ausrede verlegen waren. Willst du das machen, John? Ich mag meine Finger noch dreckig machen. Ey. Haben wir Gläser? Da steht geöffneter Weißwein. Ich lasse ihn noch nicht schlecht werden. Die einen stoßen schon auf den Sieg an, die anderen kämpfen mit allen Mitteln. Oh, oh, oh. Sorry, Ruth, aber... Was denn? Kannst du es noch mal checken? Kovi, kein Problem. Und hier der erste Videobeweis dieser Grillsaison. Unten rechts der Griff von Daniel Fischbuch. Absolut unkorrekt. Damit hat Düsseldorf die Verwarnung schon mal sicher. Ich glaube, das Gas war leer und ich wollte mal gucken, ob das noch funktioniert drüben. Wird das eine Schneeballschlacht bei euch oder was? Und bei uns macht man Fleischpflanzerl, die hat immer ein wenig größer. Also bei mir ist gar kein Zimt drin. Gar kein Zimt, ist auch gelogen. Lieber zu süß, weil sonst kannst du dir anhören, dass wir zu wenig gewürzt haben oder sonst was. Siehst du das ähnlich? Ja, das war, am Anfang kommen die alle so ein bisschen sagen, ja, locker und. Und dann merkst du auf einmal, aha, der eine hat sich vorbereitet, der nächste hat geschaut, was kann man besser machen. Sich die Videos von letztem Jahr angeschaut, ganz wichtig, um zu wissen, wie kann ich am besten performen. Gut, hat nicht geübt. Noch mit Mama telefoniert. Habt ihr euch irgendwie vorbereitet eigentlich? Also ich habe mir ein Tutorial auf YouTube angeguckt. Echt jetzt? Einsatz wollte ich zeigen heute deshalb. Alles richtig gemacht. Das heißt drüben. Sie sind halt doch Sportler und haben diesen sportlichen Ehrgeiz, was auch gut ist. Also das waren unsere persönlichen Highlights für den Moment. Aber wir haben natürlich noch deutlich mehr. Das stimmt, Ruth. In diesen 7 Wochen wurde uns einiges geboten. Vor der Kamera. Ich sagte erstmal wow. Sah aus einfach wie so ein kleines Grillstudio. Ja. Sehr professionell auf jeden Fall. Und auch dahinter. Wenn man das alles auch gesehen hat, was hintenrum so abgeht, war schon außergewöhnlich. Außergewöhnlich war auch die Einsatzbereitschaft der Stars. Von A wie Attacke. Gut, dass wir denen heute mal zeigen, wer der Meister ist. Oh! Das ist aber ein bisschen viel Mozzarella, ne? Weil wir sind ja noch in der Sommerphase.
viel Eiweiß, weißt du? Mhm. Da war der Käse die Geheimwaffe. Über H wie Hilfestellung. Den Grill muss man auch zumachen, gell? Beim Grillen. Wollte ich nur sagen. Den musst du nicht offen lassen die ganze Zeit. Ja, entspann dich mal da drüben. Bis Z wie Zankereien gab es alles. Mit den zwei da drüben wäre es auch schon fast ein bisschen traurig, wenn wir nicht gewinnen würden. Ne? Frag mal doch mal bei den Münchner, wie ist der Renner am Eis? Textet der da euch viel an als Gegenspieler? Meistens pumpt der Heini wie ein Maikäfer, da ist mit Reden nimmer viel. Verschnaufpausen brauchten auch die Grilllehrlinge ab und zu und natürlich Nehmerqualitäten, denn auch die Jury wusste auszuteilen. Jetzt musst du deinem Gesicht sagen, dass du Spaß hast. Probier's mal, komm. Muss richtig schön kneten, richtig. Keine Zärtlichkeiten austauschen, ja? Ist das hier der Rookie-Tisch sozusagen? Kann man vielleicht so sagen, ja. Ja. Riechst du das? Ich weiß nicht, ist es der Knoblauch oder ist es Markus sein Angstschweiß, den er sonst macht? Was machst du? Immer noch Karotten. Komm an meine Grenzen schon. Ich merk das. Ich habe natürlich sehr viel mitgenommen, so was das Grillen angeht. Einige Tipps vom Koch habe ich mir auch abgeguckt. Falls du Zeit hast, da wäre ein zweites Messer. Könntest du ihm zur Hand geben? Ja, das mache ich. Doch bei allen Reibereien ging es meist friedlich zu. Fast schon herzlich. Hier wird mit Liebe zubereitet. Oh ja. Ja, ihr zwei Liebesprinzen, ja. Und der ein oder andere hat was gelernt fürs Leben. Siehst du schon, das Lenz sogar noch was fürs Leben? Nee, das ist ja der Wahnsinn. Zum Beispiel in Sachen Alufolie. Aber du weißt, darf ich mal ganz kurz, dass man das hier drüber abreißen kann, ja. Genau. Hat ja fast funktioniert. Okay. Ob Grillleihe oder Profi, ihr habt uns immer zum Lachen gebracht, Jungs. Weshalb wir rückblickend vor allem eines festhalten wollen. Jederzeit wieder, war sehr witzig. 1A. Mir hat am besten gefallen, den Nachtisch zu probieren. Perfekt. Ja, da war so viel dabei. Wir haben sehr viel gelacht, hatten viel Spaß. Und was mir persönlich auch gut gefallen hat, in diesem Jahr durften auch die Fans hinter die Kulissen blicken. Also Penny hat sich da richtig was einfallen lassen und hat den Fans auch den Einblick gegeben, wie es bei uns in der historischen Kornscheune so abgelaufen ist. Und da gucken wir auch mal rein. Dieses Erlebnis werden die Fans nicht so schnell vergessen. Sie bestimmten im Vorfeld beim Voting, was auf den Grill kam. Der Lohn ein Meet and Greet und die Penny DEL-Stars mal hautnah ohne Helm erleben. Trotz der Hitze eine echt coole Sache. Ja, ist mal was ganz anderes, als nur in der Eishalle beim Spiel dabei zu sein. War mal eine ganz andere Erfahrung, gerade auch diese Offenheit. Super, super. Normalerweise, man kennt die Jungs am Eis, aber vor dem Grill noch nie gesehen. Wirklich super gemacht. Gemeinsam schlemmen, plaudern und posieren. So schmeckt der Eishockeysommer 2022. Ja, da gab es einfach auch sehr viel zu erleben bei dieser Penny DL Grillmeisterschaft. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch wieder mit euch. Also es war super. Ich habe hier noch Gänsehaut. Klasse Geschichte. Super, dass ich dabei sein konnte. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Ja, und auch ich musste hier viel, viel weniger eingreifen als auf dem Eis. Vielen Dank. Es war toll und damit verabschieden wir uns hier aus der historischen Kornscheune. Und sagen Tschüss. War wirklich schön mit euch in diesem Grillsommer 2022.